Herzlich willkommen zur Europazeit, dem Europatalk aus der Europäischen Akademie Berlin. Der Kampf der Kulturen ist passé. Oder ist er vielleicht doch nicht vorbei? Sieht man sich einige Kräfte in Europa an, die auf kulturelle Unterschiede, auf kulturelle Andersartigkeit setzen und diese auch betonen, wollen wir heute fragen, wie geht eigentlich der Dialog der Kulturen? Wie kann man ein Miteinander, wie kann man einen Dialog zwischen Menschen innerhalb Europas, aber auch zwischen Europäern und unseren Nachbarn eigentlich vermitteln? Kulturarbeit, wie geht diese vonstatten? Wie kann Kulturarbeit eigentlich behilflich sein in diesem Dialog zwischen den Menschen und zwischen den europäischen Staaten und seinen Nachbarn? Darüber möchte ich heute sprechen. Eingeladen habe ich Darius Pollock. Herzlich willkommen. Er ist Geschäftsführer von MidOst, einem eingetragenen Verein, der sich eben verschrieben hat, diesem Anspruch, Menschen miteinander zu vernetzen, zu verbinden, innerhalb Europas, aber auch zwischen Europa und seinen Nachbarn. Ich frage noch mal ganz grundlegend, was ist eigentlich und woraus besteht Kulturvermittlungsarbeit? Zunächst mal vielleicht zu dem Begriff der Kultur, denn wenn wir darüber nachdenken, was wir unter Kultur verstehen, dann fallen uns verschiedene Begriffe ein. Kultur, das ist zunächst einmal das korrekte Benehmen, das richtige Benehmen, kultiviert sein. Darum geht es sicherlich nicht jetzt. Kultur, das ist aber etwas, was uns verbindet und trennt zugleich. Das ist hochinteressant, wie der Begriff sich zusammensetzt. Auf der einen Seite denken wir bei Kultur immer an etwas, was uns zusammenbringt. Sei es denn durch die Vergangenheit, durch die Errungenschaften der vorherigen Generation, sei es denn durch die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen und erleben. Kultur ist aber auch zugleich genau das, was uns trennen kann. Es ist, in diesem Begriff steckt etwas, was jederzeit als etwas Trennendes benutzt werden kann, indem wir sagen, die Kultur, in der ich bin, ist eine andere als die Kultur, in der Sie sind. Das können wir in jedem Gespräch aktivieren, indem ich auf Mann oder Frau verweise, indem ich auf etwas anderes verweise. Und das muss uns klar sein. Kulturdialog basiert auf dieser Doppelgesichtigkeit dieses Begriffs, bei der wir immer in einem sind und durch das trennende Potenzial sozusagen von Kultur auch auseinanderdividiert werden können. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, sowohl in dem Begriff Kampf der Kulturen als auch die Wahlen, zuletzt haben es ja gezeigt, in Europa stark angesprochen wird, da wird das Trennende der Kulturen sehr stark benutzt. Und die Frage ist, Kulturvermittlung, Kulturaustausch, wie sehr können wir auf das Verbindende hinweisen? Und genau das ist es, was Ihr Verein, was auch Sie persönlich mit vielen Projekten, mit vielen Ansätzen auch versuchen. Kultur heißt aber auch, in dem lateinischen Wort steckt ja auch Arbeit drin, ne? Ackerbau und Bearbeitung. Ja. Das heißt, da ist ja auch was Dynamisches drin, da ist Handlung drin, da ist Aktion drin. Da sind wir auch gleich bei Ihren Projekten, die MidOst, ja. Vielleicht sagen Sie auch ein paar Sätze zu dem Verein an sich und vielleicht können Sie uns so ein bisschen Ihre Arbeit skizzieren. Gerne. MidOst ist entstanden auf der Grundlage der Idee einer kleinen Gruppe, die 1995, 96 als Lektoren der Robert-Bosch-Stiftung damals in Polen und anderen Ländern Mittelosteuropas unterwegs waren. Was wir beobachtet haben, war das Folgende. In den Transformationsgesellschaften Mittel- und Osteuropas sind die dortigen Institutionen, die Hochschulen, die Schulen nicht darauf vorbereitet, die jungen Menschen so in das Leben zu entlassen, dass die Probleme, auf die damals noch nicht beschreibbar waren, die Probleme der Zukunft angegangen werden können. Und hier kommen wir zurück zu dem Aktiven, zu dem Handeln. Wir haben von diesem Moment an Formate entwickelt, bei denen wir gesagt haben, wir müssen insbesondere junge Menschen dazu bringen, dass sie komplett neue Formate entwickeln, indem sie überlegen, was können sie in der eigenen Umgebung verändern. Ein Programm, das wir seit vielen Jahren durchführen, das heißt Theodor Heuss Kolleg, und dort fragen wir jungen Leute danach, was möchtest du in deiner konkreten Umgebung verändern? Und durch dieses Verändern wollen, das Aktivieren des Verändern wollens, greifen wir auf etwas zurück, und hier komme ich wieder zu einem anderen Kulturbegriff. Die Griechen haben den Kulturbegriff sehr stark verbunden mit der Polis, mit der Gemeinschaft, mit dem Staat, mit dem Bürger. Und es gibt bis heute in dem Begriff der Kultur einen Zusammenhang mit dem Gemeinwesen. Die Art und Weise, wie ein Gemeinwesen sich gestaltet, wie die Bürger im Gemeinwesen Verantwortung übernehmen, das hat sehr viel mit der Kultur unseres Gemeinwesens zu tun. Und darauf greifen wir zurück im Theodor Heuss-Kolleg. Indem wir zum Beispiel die jungen Menschen fragen, was möchtest du in Polen, heute auch in der Ukraine, in Russland tatsächlich
verändern. Das sind ganz kleine Ansätze und kleine Projekte. Können Sie uns ein Beispiel geben? Gerne. Zum Beispiel? Ja? Damals, ich greife nochmal zurück, damals gab es sehr viele Projekte im Hochschulumfeld. Es waren Hochschulen, die eine Art der Evaluierung der Lehre nicht kannten. Und es waren Absolventen des Theodor-Heuss-Kollegs, die an vielen Hochschulen Mittelosteuropas Evaluierungsprozesse angegangen sind und damit das Hochschulsystem dazu gebracht haben, über sich selbst nachzudenken. Sehr oft sind es Projekte in der kleinen lokalen Gemeinschaft, in dem die Absolventen des Theodor-Heuss-Kollegs, die Kollegiaten überlegen, was kann ich lokal umsetzen. Es gibt Minderheiten. Oft sind es kleinere Gruppen, sind Roma in vielen der Länder, mit denen Projekte umgesetzt werden. Und da geht es wiederum darum, die Kinder aus diesen Gruppierungen mitzunehmen, in die Arbeit mitzunehmen und sie im Grunde genommen in die Aktivität für die Gemeinschaft zu bringen. Das klingt sehr nach Brückenschlag zwischen aktiver Gesellschaft, aktiver, engagierter Zivilgesellschaft und Kulturvermittlung. Gleichzeitig haben wir auch gehört, Sie sind aktiv in Osteuropa, Polen haben Sie angesprochen. Die Ukraine ist ja nun ein Land, das uns im Moment sehr in Atem hält, aber auch hier gibt es Projekte, die mit Ost aufgesetzt hat. Der wichtigste Begriff für uns hier ist der Begriff der Augenhöhe. Wir möchten das, was wir können, das, worauf wir hier in den Ländern des westlichen Europas stolz sind, nicht einfach transportieren, sondern wir entwickeln Programme und Projekte gemeinsam mit Partnern in der Region. Es geht darum, miteinander und voneinander zu lernen und der Kulturaustausch, das Wahrnehmen des anderen in gewisser Weise als Freiheitspotenzial zu sehen für die Entwicklung der Kulturmanager in Westeuropa. Deutsche Kulturmanager haben zum Beispiel im letzten Jahr im Rahmen eines Projektes, das sich Tandem nennt, im Austausch mit den Ländern in Nordafrika, eine Ausstellung organisiert, bei der neue Medien integriert waren. Und da ging es darum, ich habe die Ausstellung damals in Kairo besucht, dass die Künstler in Kairo einen Teil der Ausstellung so konzipiert haben, dass man dort aktiv als Besucher dieser Ausstellung eingreifen konnte. Man konnte zum Beispiel Seifenblasen blasen. Nur die Blasen kamen nicht in Kairo raus, sondern in Dresden bei den Künstlern dort. Das ist klein und man könnte sich darüber lustig machen. Worum es geht, ist aber eine Vision zu entwickeln mit Mitteln der Kunst, wie das Zusammenleben zwischen uns in Zukunft aussehen könnte, unter Anwendung der neuen Medien. Und eben, das zeigt eigentlich sehr eindrücklich, mit den Seifenblasen in Kairo ausgeblasen und in Warschau ankommend, dass man an etwas Gemeinsamen, dass man die Welt ja auch als gemeinsamen Ort begreift. Wie kann denn, Sie heben ja stark ab auf das Verbindende von Kultur, wie kann man denn diese Dialogfähigkeit stärken? Was haben Sie für Instrumente? Sie haben Projekte angesprochen. Sie sind ja auch in Richtung europäischer Nachbarn, Nordafrika klang an, unterwegs. Wie kann man das noch stärken? Wie kann man das noch fördern, wenn wir nicht wollen, dass die Kluften, dass kulturelle Andersartigkeit immer betont wird und überhand nehmen? Auch hier hole ich noch einmal aus. Ich glaube, dass das nur möglich ist, wenn die Person, die in den Austausch tritt, sich ihrer eigenen Geschichte bewusst ist, stolz ist auf das, woher sie kommt, ein Selbstbewusstsein besitzt, um sich dem Fremden, um den anderen zu nähern. Deshalb sind unsere Programme so konzipiert, dass wir tatsächlich die einzelnen Menschen, die in den Programmen teilnehmen, auch stärken. Wir begleiten, moderieren die Prozesse und mentorieren die Person. Und was dann passiert, das ist den Personen selbst überlassen. Das heißt, der zweite Faktor neben der starken Persönlichkeit ist die Freiheit zu entscheiden, was notwendig ist, was dazugehört und was tatsächlich am Ende als Resultat einer solchen Begegnung entsteht. Das ist übrigens sehr wichtig auch für etwas, woran wir fest glauben, dass aus der Begegnung heraus im Inneren Europas, aber auch mit Personen im Außen, etwas entsteht, was uns auch zukunftsfähig gestaltet. Der Begriff der Innovation, nicht nur ökonomisch, sondern insgesamt in Bezug auf unsere Gesellschaften, ist ganz eng verbunden mit dem Begriff des Austauschs, des Dialogs und des Kennenlernens des anderen. Ich möchte nichtsdestotrotz, diese Arbeit ist natürlich großartig und verdienstvoll und Sie weisen ja auch auf die Zukunftsperspektive hin, die das ja auch bietet. Nichtsdestotrotz vielleicht doch nochmal fragen, wo sind denn die Grenzen von Kulturarbeit und Kulturvermittlung? Nicht immer ist das das geeignete Instrument. Ja. Also zunächst mal, auch wenn wir daran glauben, dass mit Mitteln der Kultur Menschen zusammenkommen, etwas Neues entstehen kann und wir letztlich auch Brücken schlagen können, die auch Konflikte präventiv in gewisser Weise vielleicht auch vorbeugend sein können. Ich glaube, dass
In einer Zeit, in der sowohl die Politik als auch die Wirtschaft in gewisser Weise in eine Krise stecken, sehr viele nach der Kultur rufen, vielleicht auch nach der Zivilgesellschaft und sich zu viel von Kultur, Zivilgesellschaft erhoffen. Wir können nicht Fehler, die in den anderen Bereichen passieren, beheben. Was wir aber können, ist gemeinsam mit der Politik, gemeinsam mit Akteuren aus der Wirtschaft neue und kluge Modelle entwickeln. Und das ist das, woran wir momentan arbeiten. Wir haben ein neues Programm gemeinsam mit der Robert-Bosch-Stiftung an der Stelle, das heißt Actors of Urban Change. Da geht es darum, dass in 10 Städten Europas Akteure aus der Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Verwaltung zusammenkommen und überlegen, wie sie ihre Stadt nachhaltig entwickeln wollen. Erstmal als unmittelbaren Lebensraum. Zusammen. Und hier wieder der Begriff der Kultur. Es ist der Begriff der Kultur einer Stadt. Und man merkt, dass die Art und Weise, wie die Menschen in Maribor in Slowenien ihren Stadtraum gestalten, für die Berliner hier hochinteressant ist. Und man kann davon lernen. Das ist interessant dann auch für Personen aus Barcelona, aus Athen, die da sind. Wir waren vor kurzem in Athen und haben gemerkt, wie dort in Zeiten der Krise angepackt wird, wie dort auch Veränderung von unten möglich ist. Das hat viel Potenzial auch für uns, um davon zu lernen und vielleicht auch eine Kultur des Anpackens hier auch zu entwickeln. Ja. Können Sie uns das noch ein bisschen erläutern, wie das mit den Städten in Maribor und Athen und Berlin zusammenhängt? Gerne. Die Kollegen in Maribor entwickeln Konzepte, wie sie inzwischen leere Hinterhöfe entwickeln können. Und das war während der europäischen Kulturhauptstadt in Maribor als Projekt komplett neu, ist jetzt weiterentwickelt und als Modell, und wir helfen ihnen dabei, das zu einer Methode, zu einem Modell zu entwickeln, kann das transferiert werden. Und es gibt inzwischen Interessenten in Bratislava, die sich das anschauen, und es gibt auch Berliner, die sich das anschauen und überlegen, wie sie das für Hinterhöfe in Berlin als Modell übernehmen können. Wunderbar. Vielen Dank. Das war Darius Pollock, Geschäftsführer von MidOst e.V. Ich danke Ihnen fürs Zusehen und sage, bleiben Sie dran.